Der tschechisch-slowakische Wolfhund. Geschichte. Im Jahr 1955 machte die Armee der Tschechoslowakei Überlegungen, wie sie ihre Grenze besser schützen könne. Gerade die bergigen Grenzgebiete sind für motorisierte Fahrzeuge nicht zugänglich genug. Für die personelle Grenzsicherung sollten deshalb geeignete Diensthunde eingesetzt werden. Jedoch waren die Anforderungen an den benötigten Diensthund groß. Gesucht wurde ein Hund, der neben einer generell guten Eignung als Diensthund zusätzlich mit großer Kälte zurechtkommt und sich zudem im hohen Schnee ausdauernd bewegen kann. Leider wurden den Anforderungen der Tschechoslowakei keine bestehende Hunderasse wirklich gerecht. Deshalb kam die Idee auf, eine neue Rasse zu züchten, die genau in das Anforderungsprofil passt. Der deutsche Schäferhund, der sich durch Lernfreudigkeit, Arbeitswillen und gute Führigkeit auszeichnet, sollte durch Kreuzung mit dem Karpatenwolf um hohe Widerstandsfähigkeit, Ausdauer und scharfe Sinne verbessert werden. Bei den ersten Zuchtversuchen 1958 konnte bereits festgestellt werden, dass die Nachkommen von deutschen Schäferhunden und karpatischen Wölfen bis zu einem gewissen Grad erziehbar waren. Jedoch gab es auch unerwünschte Verhaltensweisen. So reagierten die Tiere mit Scheu, Flucht oder aggressivem Verhalten, wenn sie sich beispielsweise bedroht fühlten. Die Nachkommen zwischen deutschen Schäferhund und Karpatenwolfen werden als Wolfshybriden bezeichnet. Die gezüchteten Hybriden der ersten Generation wurden zum Großteil mit deutschen Schäferhunden verpaart, um in den folgenden Generationen die erwünschten Stärken des Hundes weiter zu fördern und die unerwünschten wölfischen Verhaltensweisen zu reduzieren. Einige wenige gezüchtete Hybriden wurden wiederum mit Hybriden verschiedener Generationen verpaart. Ab der fünften Generation konnten einige der tschechoslowakischen Wolfhunde bereits erfolgreich als Diensthunde in der Armee eingesetzt werden. Dazu wurden die Hunde früh an den Menschen gewöhnt. Die Tiere, welche sich nicht als Diensthunde eigneten, zeigten weiterhin ein scheues Verhalten. Nach 1971 wurde die Zucht der tschechoslowakischen Wolfhunde seitens der Armee eingestellt. Dies lag daran, dass die erzielten Erfolge zu gering waren. Teilweise wurden tschechoslowakische Wolfhunde getötet, für die nun keine Verwendung mehr bestand. Erst im Jahr 1982 wurde der Club für tschechoslowakische Wolfhunde gegründet, der die Zucht wieder aufnahm und weiter fortführte. 1983 wurde letztmalig ein Wolf in die Zucht eingekreuzt. Im Jahr 1999 wurde die Rasse schließlich durch den FCI vollständig anerkannt. Aussehen: Der Rüde der tschechoslowakischen Wolfhunde hat eine Widerristhöhe von mindestens 65 cm bei einem Mindestgewicht von 26 kg. Die Hündin hat eine Widerristhöhe von mindestens 60 cm und ein Mindestgewicht von 20 kg. Der FCI beschreibt das Aussehen des tschechoslowakischen Wolfhundes folgendermaßen: Fester Konstitutionstyp, übermittelgroß im rechteckigen Rahmen, ist durch Körperbau, Bewegung, Behaarung, Haarfarbe und Maske dem Wolf ähnlich. Wesen: Das Wesen des tschechoslowakischen Wolfhundes wird durch den FCI wie folgt beschrieben: Temperamentvoll, sehr aktiv, ausdauerfähig, gelehrig, schnell reagierend, furchtlos und mutig. Misstrauisch: Seinem Herrn gegenüber zeigt er ungemeine Treue. Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, vielseitig verwendbar. Noch zu erwähnen ist, dass der tschechoslowakische Wolfhund einen ausgeprägten Jagdtrieb besitzt. Sonstige Eigenschaften: Der tschechoslowakische Wolfhund zeichnet sich durch seine große Reaktionsgeschwindigkeit und seine hohe Leistungsfähigkeit aus. Er verfügt über einen sehr guten Geruchssinn und eine gute Orientierungsfähigkeit. Zudem kann er sehr scheu und schreckhaft sein, was ihn nicht zu einem idealen Diensthund macht. Noch besonders zu erwähnen ist seine hohe Intelligenz, die es ihm möglich macht, schnell zu lernen. Auch bindet sich der tschechoslowakische Wolfhund stark an seine Bezugsperson. Für wen ist der tschechoslowakische Wolfhund als Haustier geeignet? Der tschechoslowakische Wolfhund braucht gerade in der Erziehung viel Geduld und Zeit. Er muss von Anfang an gut sozialisiert werden, damit er keine unerwünschten Fehlverhalten entwickelt. Da es sich beim tschechoslowakischen Wolfhund um eine Mischung aus Hund und Wolf handelt, kann bei jedem einzelnen Tier nie gesagt werden, wie stark Eigenschaften und Charakter des Wolfes zum Vorschein kommen.
Zudem muss er körperlich als auch geistig ausreichend stark ausgelastet werden, da er gefordert werden will. Eine Haltung in der Familie ist möglich. Gerade bei Kindern gilt der tschechoslowakische Wolfhund als sehr umgänglich. Allerdings kann es sein, dass er nicht alleine bleiben mag. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es möglich ist, den tschechoslowakischen Wolfhund zu halten. Jedoch ist dieser ein sehr anspruchsvolles Haustier, welches Hunde erfahrenen Haltern voraussetzt.